NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke. Freunde der Weisheit, guten Abend. Und apropos Freundschaft. Das ist nicht unbedingt nur eine Beziehung zu anderen Menschen, sondern befreundet sollte man auch mit sich selber sein. Das war jedenfalls die Auffassung von Seneca, römischer Philosoph, der gesagt hat, achte auf dein Inneres und sei ein Freund deiner selbst. Aber was ist jetzt der Weg dahin? Wenn man Seneca hört, dann wird ganz schnell gesagt, er ist einer aus der Stoa, aus dieser römischen Denkschule. Und was man zuallererst mit dieser römischen Denkschule verbindet, ist der hohe Stellenwert von einer Tugend. Und diese Tugend ist die Gelassenheit. Mein Verdacht ist, dass diese Gelassenheit heute, wo unsere Zeit so turbulent ist, wo viele sagen, ja, die Welt ist aus den Fugen geraten, dass diese Tugend der Gelassenheit ziemlich hoch im Kurs steht. Das Philosophische Radio ist heute zu Gast im Haus Notbeck in Oelde. Und wir wollen zusammen besprechen, was aus der Philosophie für Gedanken gekommen sind, welche Wege in die Gelassenheit führen und ob das tatsächlich erstrebenswert ist, diese Gelassenheit sich als Ziel vorzunehmen. Und ich darf Ihnen jetzt unseren Begleiter für heute Abend vorstellen. Yves Bossart arbeitet beim Schweizer Fernsehen in der Sternstunde Philosophie. Herzlich willkommen, Herr Bossart. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank. Ich würde gerne heute Abend mal sehr praktisch beginnen, weil ich nämlich weiß, dass Sie gelegentlich als Philosoph in einer Burnout-Klinik auftauchen. Und da sollten Sie mal etwas erzählen. Was tun Sie da und was passiert da? Also in dieser Klinik im Raum Zürich, ein Sanatorium, eine Privatklinik, da gibt es eine Burnout-Station. Und die Klientinnen und Klienten machen da Entspannungskurse, Sport, Musik, Kunst, Psychotherapie, aber eben auch Philosophie. Es gibt eine Philosophiegruppe und die lesen da stoische Texte, also Texte von Seneca, von Epiktet, von Marc Aurel, auch von Schopenhauer zum Beispiel. Und das ist der beliebteste Kurs. Also der hat die besten Noten im Vergleich zu allen anderen, was die da noch machen. Die meisten Klientinnen und Klienten sind ungefähr 6 Wochen da und die kommen mit einer Erschöpfungsdepression dahin. Mehr oder weniger gravierend. Wenn das ganz schlimm ist, können sie an diesem Kurs erstmal nicht teilnehmen. Aber wenn die wieder so ein bisschen Kraft haben, lesen diese Texte gemeinsam mit Begleitung von mir zum Beispiel oder einem Freund von mir, der da als Psychiater arbeitet und das aufgebaut hat. Und wir diskutieren über das Leben und über grundlegende Werte und inwiefern uns Philosophie dabei helfen kann, glücklich, gut und gelassen zu sein. Aha, da ist die Gelassenheit schon aufgetaucht. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Ausbrennen, dieser inneren Erschöpfung und fehlender Gelassenheit? Auf jeden Fall. Also wenn man sich anguckt, welcher Berufszweig da am stärksten vertreten ist, dann sind das Leute aus dem IT-Bereich und Banker. Das sind Menschen, so wie ich sie erlebe, die sehr verkopft sind, die sich selber nicht mehr spüren. Und sie hatten am Anfang gesagt, Seneca meinte, achte auf dich selbst und sei ein Freund deiner selbst. Und beides fehlt, glaube ich, diesen Menschen. Sie achten nicht mehr auf sich selbst, spüren sich nicht mehr und kritisieren sich die ganze Zeit und sagen, sie beuten sich aus. Sie sind sozusagen in diesem Hamsterrad drin und rennen, bis sie einfach nicht mehr können. Und Gelassenheit hat eben auch erstmal damit zu tun, dass man sich wahrnimmt, dass man auch sozusagen die eigenen Emotionen wahrnimmt und dann natürlich noch viel mehr, dass man nämlich einfach verzichten kann, dass man lassen kann, dass man innere Ruhe hat
und so weiter. Und das fehlt diesen Menschen. Mhm. Ja, wir werden ja solche Pfade nachher kennenlernen. Aber was mich jetzt interessieren würde anhand Ihrer subjektiven Eindrücke in dieser Klinik, es gibt ja Leute, Theoretiker, Soziologen, die darüber nachdenken, ob diese individuelle Krankheit, dieses individuelle Krankheitsbild auch ja nicht nur individuell ist, sondern die Pathologie einer ganzen Gesellschaft. Also dass der Burnout etwas ist, was eben zu unserer derzeitigen Lebensform gehört. Auf jeden Fall. Also ich meine, es gab schon Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es diese Neurasthenie, diese Schwäche, was eigentlich auch eine Erschöpfungsdepression war. Aber in der heutigen Zeit, die so rasant ist, die so, wo wir so unter Leistungsdruck stehen und jeder und jede sich optimieren muss permanent, da ist es sozusagen ein Symptom dieser Gesellschaftslogik, die da herrscht, die immer schneller, immer effizienter, wo man vielleicht nicht mehr wie früher in der Disziplinargesellschaft ausgebeutet wird vom Chef oder der Chefin, sondern sich selbst auch zunehmend ausbeutet. Wenn ich jetzt, ist es ein Chef oder eine Chefin in der Klinik? In der Klinik ist es ein Chef. Ja. Wenn ich diesen Chef jetzt fragen würde, der ja aus der Medizin kommt oder aus der Psychiatrie, warum holen Sie sich denn Philosophen ins Haus? Was käme da wohl für eine Antwort? Diese Menschen, denen fehlt die Distanz zum eigenen Leben, eine Orientierung, irgendeine Einordnung dessen, was da gerade passiert. Und das kann Philosophie leisten, sozusagen diesen Schritt zurückzutreten und das eigene Leben mal zu betrachten. Wo gehe ich hin? Was ist mir wirklich wichtig? Was sind Werte in meinem Leben? Dieser Denkprozess, dieser Reflexionsprozess ist ganz entscheidend in dieser Phase, wenn man so einen Burnout hat, weil man muss ja irgendwas ändern, weil irgendwas ist falsch gelaufen. Und das sind sowohl äußere Faktoren, vielleicht muss man einen Job wechseln, vielleicht arbeitet man zu viel, aber es sind auch innere Faktoren, die man verändern muss. Eben das, was mir wichtig ist, wofür es sich lohnt zu leben und so weiter. Eine Auseinandersetzung mit den existenziellen Themen des Menschseins. Und warum nun ausgerechnet die römischen Philosophen? Warum sind die geeignet, um in einer solchen schwierigen Lebenssituation hervorgeholt zu werden? Ja, ich glaube, dass Rom zur damaligen Zeit war auch ziemlich wie eine Großstadt, pulsierend, unglaubliche Vielfalt und eine Dynamik, die ähnlich ist der unseren Zeit. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Philosophie damals noch sehr viel praktischer war, als sie heute ist. Also das hat schon bei Platon und Aristoteles angefangen, aber später dann im Hellenismus, also bei den Stoikern, bei Epikur, aber auch bei den Skeptikern, war immer das Ziel der Theorie, letztlich ein gutes Leben zu haben und glücklich zu sein. Also das, was wir heute wollen. Genau. Aber heute an der Universität, wenn man Philosophie studiert, ist nicht mehr das Ziel, gut zu leben oder glücklich zu sein. Mhm. Aber dann müssen wir versuchen, was nun ausgerechnet diese Denkschule, so hat sich das ja organisiert in der Antike, dass es bestimmte Leitfiguren gab und um die herum haben sich dann bestimmte Anhänger gruppiert, was diese Denkschule dann von der Konkurrenz unterschieden hat. Mhm. Also ein Grundgedanke der Stoa war, dass uns nicht die Dinge beunruhigen und Sorgen machen, sondern unsere Meinungen über die Dinge. Das heißt, es braucht so etwas wie eine innere Revolution, eine Änderung der Einstellung, der Haltung gegenüber der Welt. Nicht so sehr eine Änderung der äußeren Umstände, sondern eine innere Revolution. Und dann kann man Probleme angehen, die sehr alltäglich sind. Zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind stirbt? Wie gehe ich damit um, wenn ich den Job verliere? Wie gehe ich damit um, dass ich älter werde oder krank bin und weiß, ich werde sterben? All diese Dinge, die uns Menschen betreffen, da wollten diese stoischen Philosophen helfen können. Und die Idee war, wir müssen eine Haltung finden, wo wir glücklich und gut leben können, unabhängig von diesen Dingen, von diesen Zufällen, von diesen Schicksalsschlägen, die uns passieren können.
die müssen eine innere Stärke wiedergewinnen und auch so etwas wie eine innere Freiheit, dass wir uns nicht abhängig machen, das Glück nicht abhängig machen von Dingen, die nicht in unserer Hand liegen. Ja, das werden wir noch genauer kennenlernen. Aber vielleicht sollten Sie uns die Geschichte von dem Hund erzählen. Da kann man es vielleicht besser verstehen, was gemeint ist. Ja, man kann das an einer sehr plastischen Geschichte klar machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Hund, angekettet an einen Wagen. Und Sie liegen gemütlich in der Sonne, haben was gegessen, möchten ein bisschen liegen bleiben. Und jetzt fährt dieser Karren, fährt ab. Gegen Ihren Willen, Sie wären gerne noch liegen geblieben, Sie müssen da jetzt mitlaufen. Jetzt haben Sie verschiedene Optionen, Sie können sagen, Mist, das wollte ich nicht. Sie streben sich dagegen, bleiben liegen und werden aber hinter dem Wagen hergezerrt, holen sich Schürfwunden. Oder Sie können widerwillig hinterher trotten und sich die ganze Zeit aufregen darüber, dass jetzt dieser Wagen abgefahren ist. Oder Sie können die innere Einstellung ändern und sagen, ich mache jetzt einen Spaziergang. Ich kann nicht anders. Ich füge mich meinem Schicksal. Obwohl ich in der Kette bin. Genau. Ich mache das Beste aus der jetzigen Situation, an der ich so oder so nichts ändern kann. Außer meine Einstellung dazu. Und das macht eigentlich den Grundgedanken der Stoa sehr klar. Es gibt dieses Schicksal, das sie nennen. Man muss nicht an ein Schicksal glauben. Man kann auch einfach daran denken, dass es viele Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht steuern können. Aber die einen Einfluss auf unser Leben haben. Und dass wir uns an denen nicht aufreiben, sondern wenn es wirklich nichts zu ändern gibt, dass wir dann versuchen, die richtige Einstellung dazu zu finden. Das klingt Bild einfach. Das Bild ist auch, glaube ich, klar geworden mit dem Hund an der Kette und der Wagen fährt los. Aber jetzt wüsste ich gerne, was Sie damit anfangen. Ob es tatsächlich darauf ankommt, die Einstellung zum fahrenden Wagen zu ändern, ob das tatsächlich gelingen kann. Wollen Sie mal den Anfang machen? Ich bin mir nicht sicher, dass das gelingen kann. Also dazu gehört ja auch wirklich, dass eine Voraussetzung ist, dass man wirklich erkennt, dass man es nicht ändern kann. Und das ist ja nicht immer ganz einfach. Beim Hund ist es relativ, beim Beispiel ist es relativ leicht. Aber das war eben der Gedanke, der mir kam, dass ich mir gedacht habe, woran erkennst du oder wann erkennst du, was du ändern kannst und was nicht? Und das scheint mir eine große Schwierigkeit darzustellen. Ja, vielleicht sagen Sie noch mal, was genau diese Unterscheidung so schwer macht. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Fülle von Faktoren, die so eine Unterscheidung sehr schwierig machen. Das hat vielleicht sogar was mit Selbstvertrauen zu tun. Wie weit bin ich in der Lage, bestimmte Dinge zu beeinflussen? Das wäre ein Aspekt aus meiner Sicht. Das ist ein ganz wichtiger, glaube ich. Der Hund kann ja eigentlich an seiner Situation nichts ändern. Der kann das gar nicht beeinflussen. Das ist klar. Also der Hund ist da wirklich gebunden an das, an die Situation, der er ausgeliefert ist. Das ist ganz klar. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen gedauert, bis der das erkannt hat, oder? Also. Das heißt, wir hätten es einfacher, wenn wir direkt in einer Situation unterscheiden könnten, was wir beeinflussen können und was nicht? Könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, klar, hätten wir es dann einfacher. Dann können wir entscheiden, wie wir uns dazu stellen. Aber Sie trauen sich also zu, in dem Moment, wo Sie merken, das kann ich eh nicht beeinflussen, dass Sie fröhlich an der Kette laufen und sagen, ich mache jetzt einen Spaziergang. Nein, das ist noch eine ganz andere Sache. Nein, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Nein, das traue ich mir durchaus nicht zu, zunächst mal. Ja, also es kommt auf das Kleingedruckte an bei diesem Gedankenexperiment mit dem Hund. Auf jeden Fall. Also in der Realität gibt es ja viele Grenzfälle oder einfach Grauzonen, wo man nicht weiß. Also nehmen Sie soziale Missstände in der Gesellschaft. Dagegen kann man was tun, das ist einfach sehr aufwendig. Man muss dann in die Politik gehen oder Lobbys bilden. Es gibt tausend Wege, aber man muss vielleicht einen Job kündigen. Der Aufwand ist vielleicht sehr, 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 sehr groß und man weiß nicht, ob es wirklich klappen wird. Aber das stimmt schon. Für die meisten Fälle ist es eben nicht so klar, ob das jetzt veränderbar ist oder nicht. Aber angenommen, das würde tatsächlich gelingen, dass wir relativ zügig
entscheiden können, das eine habe ich in der Hand und das andere habe ich nicht in der Hand. Wäre das denn, was Sie gehört haben, ein schlauer Weg oder nicht? Also wollen Sie der fröhliche Hund an der Kette sein oder leuchtet Ihnen das nicht ein? Es wäre zumindest wesentlich einfacher, denke ich. Und wenn die Entscheidung nicht alleine käme, sondern man hätte in der Gesellschaft Mitstreiter. Also wenn ich in der Familie eingebunden wäre und hätte einen Schicksalsschlag zum Beispiel und wir würden dann alle in die gleiche positive Richtung gehen, als Rudel. Wenn da 5 Hunde wären und 4 würden umdenken und würden den 5. noch mitziehen, wäre es vielleicht doch wesentlich einfacher. Aber gerade ein Rudel kann auch in die falsche Richtung laufen. Absolut. Ne? Und dann hat der Karren vielleicht schwerer. Aha. Der Karren zieht sich dann nicht mehr so leicht. Aber was trauen Sie sich denn in dieser Hinsicht zu? Können Sie tatsächlich das auseinanderhalten? In dem einen Punkt bin ich frei zu handeln, in dem anderen kann ich machen, was ich will, aber ich werde es nicht ändern. Es gibt immer noch diesen sehr netten Spruch, der auf mancher Holztafel ist: Wenn ich etwas ändern kann, möchte ich es ändern. Wenn ich es nicht ändern kann, füge ich mich dem Schicksal. Und der liebe Gott soll mir die Weisheit geben, das zu unterscheiden. Ja, wobei man, glaube ich, sagen kann, Yves Bossard, die Römer kamen da ohne Gott aus, in der stoischen Lesart. Oder spielt Gott eine Rolle? Gott spielt eine Rolle, aber nicht für diese Entscheidung. Da ist die Weisheit, die Tugend, die uns erkennen lässt, was veränderbar ist und was nicht. Gott spielt, oder das Göttliche spielt für Historiker schon eine Rolle. Sie glaubten ja an ein Schicksal, ich habe das kurz erwähnt, genauer gesagt an einen vernünftigen Weltgang, an eine Weltvernunft, die das Ganze steuert. Und sie meinten auch, wir sollten dieser Vernunft gemäß leben. Die zeigt sich auch in der Natur, also der Natur gemäß leben. Das heißt, das Göttliche bei den Stoikern ist nicht ganz einfach zu greifen, aber es gibt sowas und das steuert die Welt, es strukturiert die Welt, diese materielle Welt, und gibt ihr irgendeine Richtung und eine Vernünftigkeit. Das kann man, glaube ich, sagen. Und wir sind gut beraten, wenn wir sozusagen diese Logik der Welt kennen und uns der fügen. Aber um die Logik genauer zu verstehen, was ist es, was sind die Felder meiner persönlichen Handlungsfreiheit, und wo ist es sinnlos, gegen die Kette, gegen das Angekettetsein zu rebellieren? Also die Stoiker sind da ziemlich radikal. Also sie sagen letztlich, diese Selbstbestimmung haben wir nur da, wo es unseren Geist, unsere Haltung, unsere Tugenden angeht. Also das ist das, was ein gutes Leben ausmacht und wovon wir unser Glück abhängig machen sollten oder woran wir unser Herz hängen sollen. Nicht an Besitz, das ist, nennen sie, gleichgültig. Die haben diese Lehre von den Adiaphora, also von den gleichgültigen Dingen, Besitz, Ehre, Ansehen, Beziehungen auch, Tod, Krankheit, Hässlichkeit und so weiter. Das sind alles für die gleichgültige Dinge. Davon sollte das Glück nicht abhängen, weil es nicht in unserer Macht steht. Weil es auch sehr flüchtig ist. Genau. Weil es schnell verloren ist. Weil es schnell verloren ist, das ist so. Genau. Und weil wir es nicht beeinflussen können, letztlich. Aber das sind doch jetzt sehr verschiedene Dinge. Also ich kann definitiv nicht beeinflussen, ob ich sterbe oder nicht, ja, ob ich krank werde oder nicht. Aber da waren jetzt ein paar andere Dinge genannt. Da würde ich sagen, da hätten wir schon ein Wörtchen mitzureden. Das können wir gestalten. Ja, das ist so. Also man kann sich Reichtum anhäufen, aber es kann sein, dass man irgendwann einen Unfall hat oder eine Krankheit und dass man diesen Job nicht mehr hat oder dass man ausgeraubt wird und so weiter. Man hat halt keine letzte Sicherheit bei diesen Dingen. Und wenn man sein Herz daran hängt, kann es sehr gut sein, dass man verliert. Dann ist man enttäuscht oder traurig und unglücklich, zutiefst unglücklich. Und das wollten die Stoiker
vermeiden. Das heißt aber auch, dass wir sozusagen sehr viel Verzicht üben müssen auf all diese Dinge. Und uns nicht, wie sie die Stoiker sagen, nicht zum Sklaven machen sollten, weder von äußeren Dingen, heute würden wir sagen von unseren iPhones und so weiter, von Besitz, von Ansehen, von Ehre, aber auch nicht von inneren Faktoren wie starken Leidenschaften, Sorgen, die uns plagen, Ängsten und so weiter. Sie schauen so, als ob Sie sich einmischen wollten. Nein. Na, wie kommt Ihnen, was Sie jetzt gehört haben? Wie kommt Ihnen das? Ich finde das nur so toll, dass man zufrieden sein soll, nicht nur kritisieren. Ne? Und dann ist man glücklich. Sie finden das toll, aber ich höre raus, Sie glauben noch nicht richtig dran. Nein, das auch nicht. Das ist ja auch schwer, ne? Irgendwie alles unter einem Hut zu kriegen, allen recht machen mit sich selber, aber man muss selber zurechtkommen, meine ich. Der Vorschlag war ja, überprüfe, woran du dein Herz hängst, was dir wirklich wichtig ist. Das soll man dann machen. Wenn es auch nicht jedes Mal klappt, aber nächstes Mal immer wieder versuchen. Einfach gelassener sein. Aber ja. Was kommt bei dieser Selbstprüfung raus? Wenn Sie überlegen, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wirklich wichtig und wie kriege ich das voneinander getrennt? Ist das, was Sie gehört haben, in Ihren Augen plausibel oder komplett unrealistisch? Das, was ich gehört habe, ist absolut plausibel. Ich habe nur die Befürchtung, dass mir die Gelassenheit fehlt, auf diese ganzen materiellen Themen zum Beispiel zu verzichten. Ich hänge ja eigentlich permanent mein Herz an irgendwas und dann so gelassen zu sein und dann wirklich von jetzt auf sofort loslassen zu können, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Worin besteht das Problem? Naja, ich würde wahrscheinlich eine Menge Energie aufwenden, um Reichtum aufzuhäufen und den dann jetzt von jetzt auf sofort fahren zu lassen, stelle ich mir schwierig vor. Was ist Ihnen denn im Moment wichtig, was jetzt das angeht, was Sie besitzen? Was würden Sie ungern hergeben? Ungern hergeben würde ich die Erkenntnis des heutigen Abends, halt doch eben solche Sachen fahren zu lassen. Jetzt sind Sie aber so ein bisschen drumherum, ne? Ich lache an der Frage. Nein, es ist natürlich klar, dass man, bleiben wir mal bei technischen Themen, zum Beispiel ein iPhone. Klar, wenn man sich dran hängt, ist man abhängig davon. Man muss das Neueste haben, es ist sehr aufwendig, sehr teuer, aber letztlich bereichert es ein Leben ja auch, es macht die Sache einfacher. Also dann würde ich zum Beispiel bei dem Beispiel sagen, wäre es schwer, das fahren zu lassen. Verstehen Sie Menschen, die sich nachts in eine Schlange stellen, um das Nächste kaufen zu können, möglichst in der ersten Stunde? Ich betrachte solche Leute eher mit einem humoristischen Aspekt. Ich verstehe sie nicht, nein. Und trotzdem räumen sie ein, dass sie auch mit auf diesem Karussell fahren. Ja, also dass es schwer ist, von bestimmten Dingen zu lassen und seine eigenen Bedürfnisse zu kontrollieren. Wie ich eingangs gesagt habe, diese Gelassenheit würde ich bei mir nicht vollständig feststellen können. Und ich würde mal sagen, Sie haben da für jeden von uns gesprochen. Ich glaube, ich bin nicht ganz alleine. Ja, genau. Und deswegen, also um jetzt gleich mal mit einer Nadel in einen Luftballon hineinzustechen, wie kann das denn gehen, diese Grundsätze der Stoa zu verfolgen, wenn die Logik unserer Gesellschaft eigentlich darauf gerichtet ist, dass wir ständig neue Wünsche entwickeln? Ja, die Gesellschaft macht es uns nicht leicht. Ich glaube, es braucht zwei Dinge. Es braucht Übung und ein Umdenken. Also die Stoiker haben ganz konkrete Vorschläge. Also vielleicht kennen Sie das. Vielleicht haben Sie mal Ferien gemacht in einem Land, wo der Standard weniger hoch ist als in Deutschland oder in der Schweiz. Sie waren vielleicht ein, zwei Monate unterwegs,
anspruchsloser und sind dann zurückgekommen und haben gemerkt, all diese Dinge, ich habe sie eigentlich gar nicht gebraucht. Es ging mir doch gut. Das heißt, es geht sehr schnell, gewöhnt man sich an einen tieferen Level. Das Zweite, was ich vorschlage... Gibt es da nicht eine Übung von Seneca? Ja, also man kann es einfach ausprobieren. Also man nennt das Reizexposition in der Psychologie oder Konfrontationstherapie. Wenn man Angst hat, den Job zu verlieren und kein Zuhause mehr hat und so weiter, dann soll man das einfach doch mal machen. Eine Woche lang unter die Brücke legen, Schlafsack mitnehmen und machen und dann sehen, ist das so schlimm, war es das, wovor ich Angst habe? Dieses Beispiel oder ein ähnliches Beispiel stammt von Seneca. Und man wird sehen, die Angst ist etwas, das man hat vor einer Sache, die man nicht kennt. Und das ist wieder sozusagen, dass nicht die Dinge sind schlecht an sich, sondern unsere Meinungen über die Dinge. Also ich denke, ich habe jetzt eine kleine Tochter, das kann ich kurz erzählen, die schmeißt Dinge zu Boden und tritt mit den Schuhen in Pfützen und so. Und ich denke immer, wenn ich der zugucke, mach das nicht. Und für mich ist das alles mit Wert aufgeladen. Ich weiß nachher genau, ich muss die Kleider waschen und so weiter. Und für sie ist das wertfrei. Und ich glaube, wir können die Welt gar nicht mehr betrachten mit diesen Augen, mit diesen wertfreien Augen. Immer sehen wir Sorgen und Ängste und auch wenn das passiert, dann ist gleich das und so weiter. Das heißt, es braucht auch diese Art von Umdenken wieder. Und noch, wenn ich noch kurz etwas anfügen darf, diese Stoiker haben etwas gemacht, das man heute kognitive Verhaltenstherapie nennen könnte in der Psychologie. Nämlich unser Denken zu ändern und Dinge anders einzuordnen, zu betrachten, zu beschreiben. Zum Beispiel, ich mag einen Menschen. Die Stoiker sagen, betrachte das als ein Geschenk, als etwas, das du ausgeliehen hast. Du musst es wieder zurückgeben. So wie dein eigenes Leben. Das hast du nicht für ewig. Sei dir doch bewusst, wie das Leben wirklich ist. Mach dir keine falschen Hoffnungen und Erwartungen. Genauso wie wenn du denkst, gerne wäre ich Olympiasieger. Dann sagt Seneca, mach dir bewusst, was das heißt. Training jeden Tag, über Wochen, über Monate, über Jahre. Immer das gleiche Essen. Nie sich gehen lassen. Weniger Freunde treffen, weniger ausgehen und so weiter. Wir haben einfach falsche Erwartungen in unseren Köpfen. Ja, aber das ist jetzt eine geistige Diät, von der man, glaube ich, auch sagen muss, dass sie ziemlich brutal ist. Jedenfalls, wenn man sie konsequent betreibt. Also es gibt ein Zitat, was mir aufgefallen ist, wobei ich vergessen habe, von wem es ist, aber allein der Gedanke, ja. Der Vorschlag, wann immer du einen Menschen küsst, stell dir vor oder mach dir klar, dass dieser Mensch sterblich ist. Ja. Und dann weißt du, du kannst ihn am nächsten Tag verlieren. Ja. Aber ich meine, wer küsst denn so? Lebe so, als wäre es der letzte Tag. Küsse so, als wäre es das letzte Mal. Als ich es gelesen habe, hat sich in mir alles gesträubt. Weil ich denke, wenn ich diesen inneren Sensor habe, dann kann ich ja überhaupt nicht mehr Teil der Situation sein. Dann katapultiere ich mich raus. Dann bringe ich mich in Distanz zu dem Menschen, indem ich sage, nein. In dem Moment, wo ich ihn küsse, könnte er schon tot umfallen und am nächsten Tag muss ich damit klarkommen, dass er nicht da ist. Nein. Sie schütteln den Kopf. Dieses Kopfschütteln würde ich gerne in Worte fassen. Ich denke, genau in dem Moment, bei diesem Kuss, wird dieser Kuss so intensiv durch die Liebe bedingt, dass ich sage, jetzt genieße wirklich diesen Moment. Das hat mit Verlieren nichts zu tun, sondern das atme ich dann ein und soll in mir bleiben. Sagen Sie uns gerade, dass Sie genau das schon getan haben? Ja, das habe ich. Im Moment des Kurses gedacht, ich küsse einen sterblichen Menschen? Jemanden, den ich verlieren könnte. Wenn man den küsst, hat man intuitiv, fühlt man das, ja. Hab ich gehabt. Krankheitsbedingt, dass man das dann nachvollziehen konnte. Na gut, wenn sich die Krankheit abzeichnet, dann hat man schon die kleinen Warnlampen. Aber sozusagen auf dem Höhepunkt des Glücks. Doch,
das Glück ist ja nicht begrenzt. Oder das Glück mag begrenzt sein, aber es lebt in einem selbst. Und ich denke, das muss man versuchen, eben festzuhalten. Und das geht nur eben übers Herz. Das kann man nicht erklären. Wie sehen Sie das mit dem Küssen? Genauso wie meine Nachbarin. Ich würde gern anknüpfen an das, was Herr Buwert, glaube ich, gesagt hat. Wie kann man das umsetzen? Ich denke, üben. Und ja, auch verstehen vielleicht diese Aussage, indem man gewisse Erfahrungen gemacht hat, die man dann verarbeitet hat. Und das ist das Ergebnis, so würde ich sagen, dessen. Haben Sie für uns eine Übung? Ja, vielleicht eine, die ich anwende, wenn ich merke, dass die Gelassenheit mir abgeht. Es gibt ja im Römischen diesen Spruch, oder Ora et Labora kennt ja jeder. Bete und arbeite. Und durch einen Film, Berg Athos, der mich sehr beeindruckt hat, habe ich ein Zitat gefunden eines Mönchs dort. Das war ein Film mit Untertiteln und der lautete: Arbeite, sei aufmerksam und bete, führe ein einfaches Leben und zügle deine Leidenschaften. Und in diesen zwei Sätzen habe ich alles gefunden, was wie ein Kreis sozusagen dazu führen kann, dass ich also immer so Eckpunkte habe an dem Kreis, dass ich mich zentrieren kann. Und dann, wenn ich dann in meiner Mitte bin, kann ich auch das Smartphone benutzen und kann mich auch an meinem Mercedes freuen. Also ich darf das genießen, aber ich hänge da nicht dran. In dem Moment? Auch jetzt nicht. Wenn Sie es mir wegnehmen würden, wäre zwar schade, aber so what? Ja, dann hätte ich jetzt gerne Ihren Autoschlüssel. Nein, aber ich wollte sagen, das finde ich es macht es erheblich leichter. Also ich hatte auch eine andere Phase, in der hing ich sehr an gewissen Dingen. Also gerade auch an diesen beschriebenen materiellen Dingen. Aha, dann sagen Sie uns, was der Grund für die Loslösung war. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu persönlich. Das soll auf keinen Fall sein. Dann knüpfen wir an bei dem Gedanken, den Sie gesagt haben, denn der kommt mir verdammt stoisch-römisch vor. Zügle deine Leidenschaften. Trifft das ins Herz? Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich würde sagen, Sie sind ein Vorbild an einer Stoikerin, so wie Sie das beschrieben haben. Zügle deine Leidenschaften. Ja, warum eigentlich? Weil sie uns abhängig machen und weil sie irgendwie was Fremdes sind, zumindest für die Stoiker. Man könnte doch auch sagen, die Leidenschaften, die gehören ja zu uns. Das bin ja auch ich. Für die Stoiker ist aber so, das eigentliche Kern selbst ist sozusagen mein vernünftiges Ich. Und das ist eine Grundvoraussetzung der stoischen Theorie. Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Es gibt vielleicht eine schwächere Lesart, wo man sagen kann, diese Bedürfnisse, Leidenschaften und auch Ängste und so gehören dazu, aber sie dürfen einfach ein gewisses Maß nicht überschreiten. Sodass wir die Gemütsruhe, die Seelenruhe, diese Ataraxie, das ist der griechische Ausdruck, dass wir die nicht verlieren. Wir können immer noch küssen und unsere Freude daran haben, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es letztlich im Leben nicht das sein kann, worauf es ankommt. Ich finde es ja interessant, Herr Bossart. Sie hatten anfangs gesagt, die Patienten in der Burnout-Klinik seien sehr verkopft. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es darum geht, Leidenschaften runter zu temperieren, Bedürfnisse einzufrieren. Und die Vernunft ist es, die einen dazu führt, in die Gelassenheit reinzukommen. Irgendwie sehe ich da einen Widerspruch. Ja, Sie hören gut zu, Herr Wiebeke. Was soll ich sagen? Vielleicht
sind weniger diese Leidenschaften wichtig als eine Form von Achtsamkeit, als ein Erleben des Moments, in dem ich mich gerade befinde. Und das hat mir auch bei dem Kussbeispiel, dass ich das intensiver, achtsamer erlebe, wenn ich im Moment mich befinde. Und ich würde sagen, diese Emotionalität, diese Achtsamkeit dem Umfeld gegenüber und mir selbst gegenüber, die sollte nicht verloren gehen. Aber diese starken Leidenschaften, die mich durchs Leben peitschen, diese Bedürfnisse, die mich von einem Kauf zum nächsten treiben und so, die sollte man gehen lassen. Vielleicht kann man diese Unterscheidung so treffen. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal in den Saal schauen und überlegen, gibt es zu dem, was Sie gehört haben, Klärungsbedarf, Widerspruch oder können wir einen Schritt weitergehen? Die Probleme ist das, wenn man den Background oder wenn man denn nicht genug Wissen hat über die Geschichte, dann das wird alles oberflächlich. Und wenn das oberflächlich ist, dann kann man nicht zu einer richtigen Antwort kommen. Die Menschen brauchen sie mehr Geschichte von den Philosophen zu wissen, brauchen sie mehr Perspektiven von anderen Ländern auch, nicht nur in eine Gegend von den, dass die Nähe zu uns ist oder weil die Sprache ist einfacher für uns zu verstehen. Na gut, ja, aber Sie werden verstehen, dass wir das nicht an einem Abend schaffen. Und ich frage mich gerade, das, was Sie gesagt haben, als Vorwurf ein bisschen, ja, Oberflächlichkeit, das ist vielleicht sogar etwas, was man den Stoikern auch unterbreitet hat. Das mussten die sich gefallen lassen. Das wurde auch immer gesagt. Also viele haben in der Philosophiegeschichte den Seneca nicht als Philosophen ernst genommen. Das ist so jemand, der so ein bisschen alltagspraktische Weisheiten von sich gibt, so ein bisschen Küchenpsychologie. Mhm, das ist schon so. Aber die Stoiker hatten ja auch, also das Ganze fing ja mit Zenon an und dazwischen, die hatten ja auch eine Logik, eine Physik und so weiter. Und was man heute rezipiert, ist vor allem diese Ethik, diese Schule des Lebens eigentlich, die sie uns weitergeben. Aber ich finde den Punkt von Ihnen schon wichtig. Ich habe den Eindruck, man weiß ja eigentlich nicht wirklich genug über diese Stoiker, wie die gelebt haben, wie das Umfeld war, wie die Biografie war. Und ich bin ein Freund davon, dass man diese beiden Dinge, Theorie und Praxis, verbindet. Und dann versteht man auch die Theorie besser, wenn man versteht, welche Zeit war das und wie hat er gelebt und so. Und das scheint mir schon ein Problem zu sein, dass man über alle diese großen Namen bis zu Marc Aurel viele Sachen einfach gar nicht weiß. Ja, und was das, eben heute damit müssen auch, wir leben, glaube ich. Wahrscheinlich, damit müssen wir leben, dass gerade bei den Stoikern, die ja im Moment, glaube ich, ein bisschen im Kommen sind und wieder gerne gelesen werden, dass dieses Lesen häufig dann auch so ein Rosinenpicken ist. Ja. Also wir suchen die Dinge auf, die irgendwie bekömmlich für uns sind. Aber um noch einen Schritt weiter zu gehen, Sie hatten gesagt, in dem Moment leben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube überhaupt, Umgang mit Lebenszeit, Umgang zu unterscheiden, was ist Vergangenheit, was ist Gegenwart und wie schaue ich in die Zukunft? Das ist auch ein großes Thema der stoischen Philosophie. Auf jeden Fall. Vor allem bei Seneca ist das sehr stark. Also, dass wir die meiste Zeit in der Zukunft leben. In Gedanken, in Projekten. Wir laufen zur Arbeit oder fahren zur Arbeit und sind schon eigentlich im Kopf in der ersten Sitzung und die Mails und das nächste Wochenende, das Kindergeburtstag, müssen wir das und das und das noch machen. Wir planen die ganze Zeit. Und abends kommen wir nach Hause und haben das Gefühl einer inneren Leere, weil wir nichts erlebt haben, sondern nur funktioniert haben und in der Zukunft gelebt haben. Und das ist, glaube ich, diese Idee der Achtsamkeit, uns immer wieder zurückzuholen, und dafür braucht es sehr viel Übung, ins Hier und Jetzt. Und ohne zu bewerten, einfach mal erleben, wie fühlt sich der Regen an, wie fühlt sich die Luft an, welche Stimmen höre ich, wie klingt das? Bei Epiktet gibt es einen schönen Satz: Wenn etwas Schlimmes passiert, sag einfach mal, das ist nur ein Eindruck, das ist nur ein Eindruck. Warum ist und das lass richtig? Ihn vorbeiziehen. Und damit
entschärft man erstmal die Sache. Und das ist auch eine klassische Achtsamkeitsübung. Einfach mal einen Eindruck auf sich wirken lassen und den vorbeiziehen lassen. Es kommt ein Gefühl hoch, Zorn zum Beispiel, Ärger, Sorgen. Und man geht einen Schritt zurück und achtet einfach mal darauf, wie fühlt sich eigentlich diese Angst an? Wie fühlt sich dieser Zorn an? Und man identifiziert sich eben nicht mit diesem Eindruck, mit dieser Leidenschaft. Man distanziert sich und lässt sie vorbeiziehen. Das ist eine klassische Übung. Die macht man auch im Buddhismus zum Beispiel, wenn man Meditation macht, Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Also vor allem die Bekämpfung von Ängsten, der Blick in die Zukunft als ein angstbesetzter Blick, das ist das Wesentliche. Ja, würde ich schon sagen. Diese Sorge, das, was für Heidegger so zentral war, diese Sorge, und die bezieht sich immer auf die Zukunft, ja. Aber jetzt ist ja mehrmals das Wort Achtsamkeit gefallen. Und da würde ich doch sagen, dieses Wort hat ein bisschen seine Unschuld verloren. Denn wenn wir jetzt hier nicht im philosophischen Radio wären, sondern sagen wir mal in einem modernen Unternehmen und einer von uns beiden wäre jetzt der Coach, der die Prozesse optimieren soll, der will, dass die Effektivität gesteigert wird, bei zugleich wachsender Gelassenheit der Belegschaft. Der wird dann wahrscheinlich auf den Flipchart oben drauf schreiben, Achtsamkeit. Mhm. Also es ist irgendwie auch ein Schlüsselwort für Optimierung geworden. War das jetzt gemein? Nein, diesen Punkt kenne ich. Also ich bin ja kein Achtsamkeitsguru. Ich weiß, dass das ja auch instrumentalisiert wird und unserem Leistungsdiskurs oder der Leistungslogik sozusagen einverleibt wird, dass man sich entspannt, um dann besser und schneller und effizienter arbeiten zu können. Das kenne ich natürlich. Ich glaube, es kommt auf die Einstellung drauf an. Macht man sozusagen diese Entspannungstechniken aus persönlicher Sicht, ist das Motiv, dass man danach besser arbeiten kann, oder ist es, dass man sterben kann am Ende des Lebens und zurückschaut und nichts bereut? Und wenn das Unternehmen davon profitiert, ja, okay. Finde ich ganz, würde ich jetzt keine Kapitalismuskritik deswegen machen. Aber es ist wichtig, dass man weiß, wofür man das macht. Ob fürs Unternehmen oder für sich. Ja, aber ich darf das trotzdem noch ein bisschen zuspitzen, um zu zeigen, also wie man auch von verschiedenen Seiten auf den gleichen Gegenstand blicken kann. Mit dieser Haltung, es kommt allein auf deine Einstellung an. Du hast die Chance, auf unsere Prozesse zu blicken, angstbesetzt oder blockierend, weil du nicht willst, dass sich was ändert. Oder du hast die Chance, Teil der Bewegung nach vorne zu sein, indem du positiv darauf schaust, dann hat das auch, na, das war ja natürlich nicht Seneca, der kann nichts dafür. Aber es könnte auch ein Grund sein, nochmal anders auf diese Gelassenheitsstrategien von heute zu schauen, die meiner Meinung nach sehr schnell auch ideologisch werden können. Ja, es hat schon mit Seneca zu tun, also der war ja der Erzieher Neros und der, ach so, der hätte auch bessere Dinge machen können. Also es ist schon so, dass man sich immer, dieser Einwand ist sehr berechtigt. Also ist man dann einfach ein Mitläufer und ist das Fatalismus, wie will man das nennen, Gleichgültigkeit gegenüber dem, was passiert, dass man Missstände so lässt, einfach weil es bequem ist, dass man sich nicht in den Arsch kneifen muss und aufstehen muss. Das ist schon ein Punkt. Aber auch da letztlich, ich glaube, es gibt kein objektiv richtiges Rezept, sondern man muss sich fragen, was mir im Leben wichtig ist. Wofür will ich leben? Und wenn ich für die Revolution leben will, dann lasse ich die Gelassenheit, würde ich einfach sagen. Also ich meine, das ist ja nur ein Lebensideal. Man kann ja mit Nietzsche sagen, das ist einfach langweilig. Ich will mal Intensität, ich will Hochs und Tiefs und ich will auch richtig leiden, weil das bringt mich weiter und aus dem Leiden lerne ich was. Also man kann das ganze Konzept natürlich in Frage stellen. Ja, dazu müssen wir noch ein bisschen sammeln. Also bin ich hier der Einzige, der nicht vorbehaltlos die Gelassenheitsidee
ein bisschen mit Vorsicht anschaut? Ich muss sagen, ich finde das Hauptthema, über was wir heute Abend reden, ist eigentlich die Balance zwischen Emotionalität und Rationalität. Jetzt kann man wie die Griechen sagen, Emotionalität vernebelt die Ratio und dann leben. Ich kenne Leute, die wirklich danach leben und die sind sehr häufig auch, kommen dann zu dem Punkt, von dem sie sagen, sie sind ausgebrannt, weil sie sich selbst nicht mehr spüren. Aber genau diese Balance ist der entscheidende Punkt in jeder Situation. Bin ich überströmt von meinen Gefühlen und kann sie rationell nicht in den Griff kriegen? Möchte ich vielleicht auch in dem Moment gar nicht? Bemühe ich mich aber darum, dann komme ich zu dem Bewusstsein und der Achtung, von der Sie gesprochen haben, nach meiner Meinung. Und wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, kriege ich auch eine Balance hin. Wenn ich nicht darüber nachdenke, wenn ich in der rationellen Seite bin, ist genauso verkehrt, als wenn ich nicht darüber nachdenke, wenn ich in der emotionalen Seite bin, was sehr häufig passiert bei Tod oder eben Schicksalsschlägen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die jeder nur für sich alleine lösen kann. Wo ist für mich meine richtige Balance? Ist das etwas, was wir tatsächlich alleine machen müssen? Ich glaube schon. Und das wird auch sehr stark beeinflusst sein von der Kultur, von dem Wissen des Einzelnen, also von seinem theoretischen Wissen, von seiner Erziehung. Das wird von sehr vielen Dingen beeinflusst werden. Denn wenn Sie sich asiatische Denkkulturen angucken, sind die völlig anders als unsere. Und das ist nicht von ungefähr. Genauso wie die griechische damals völlig anders war als unsere, weil die Griechen nämlich die Wichtigkeit der Emotionalität noch gar nicht erkannten. Jedenfalls nicht in der Auswirkung, die sie auf die Rationalität haben kann. Aber was würden Sie denn sagen, was ist der Grund, warum wir heute die Stoa wieder angucken? Es gibt ja Zeiten, da sind die wie ein toter Hund behandelt worden und in anderen Zeiten geht es halt wieder aufwärts. Und ich würde mal vermuten, eine solche Zeit haben wir jetzt. Das ist absolut korrekt. Es ist oberflächlich, gibt also keine Möglichkeit mehr zum Nachdenken, Reflektieren, Zurücktreten, Distanz bekommen, also zum Rationalisieren, sondern wir sind eigentlich in einem permanenten Beschuss, der so intensiv ist, dass es uns nicht mehr gestattet ist, weder zu fühlen noch nachzudenken. Denn wenn wir nachdenken würden, würden wir sagen, so kann es nicht weitergehen, ich mache mich krank. Lassen wir uns vom Gefühl steuern, sagen wir, eigentlich ist aber eine tolle Sache, ich verdiene viel Geld oder sonst irgendwas, eine Emotion, die mich dazu bringt, etwas zu tun, was ich möglicherweise rationell gar nicht unbedingt will. Aber wenn ich nicht drüber nachdenken kann, weil mir keine Zeit bleibt, bin ich genau in dem Hamsterrad, von dem Sie reden. So sehe ich das. Sehe ich genauso, ja. Finde ich sehr wichtig, einfach mal innehalten. Loslassen. Und dieses Loslassen steckt ja auch in dem Wort Gelassenheit drin. Eben einfach mal absagen, Nein sagen, Termine einfach absagen. Und das fehlt uns, glaube ich, dieser Mut, diese Frechheit auch, dem ganzen System zu trotzen. Es ist einfach schwierig, wenn man in Zürich am Hauptbahnhof sich entspannen möchte. Das geht einfach nicht, weil 500 andere Menschen rennen. Und das steckt halt einfach an. Und deswegen, glaube ich, lesen wir diese Texte wieder. Und diese Sehnsucht nach dieser Gelassenheit ist halt heute einfach sehr hoch. Aufgrund des Leistungsdrucks, des Stresses, der Unruhe, der Zerstreuung durch die sozialen Medien, durch all diese Geräte. Genau. Aber ich muss mich nochmal wiederholen. Unsere Gesellschaft ist nicht so gebaut, dass wir ein stoisches Programm durchziehen könnten. Wenn wir alle jetzt sagen, wir sind Stoiker, ab jetzt alle Aufmerksamkeit darauf, unsere Bedürfnisse zu kontrollieren, dann bricht der Laden zusammen. Wir brauchen nämlich ständig neue Wünsche. Ja, also ich meine, sonst gibt es kein Wachstum. Es wird ja so gemacht, dass man die Yogamatte jetzt kaufen muss. Es reicht ja nicht, Yoga zu machen, sondern man kann dann Duftöl und alle Dinge noch dazu kaufen. Also es ist schon geschickt gemacht. Und Outdoor-Kleidung natürlich, um rauszugehen, endlich mal abzuschalten. Es wird ja alles einverleibt, diesem Kapitalismus. Aber radikal gelebt würde es Verzicht heißen und weniger Konsum und das würde weniger Wachstum heißen und so weiter. Ja, aber können wir das denn stehen lassen, wenn der Herr sagt, da komme ich eigentlich nur individuell raus, das muss jeder für sich alleine machen? Sie haben sich gemeldet. Ja, ich denke, das Bild des Herrn von der Balance ist ein weiterführendes Bild. Ich teile seine Auffassung nicht, dass wir das nur individuell und allein machen können, ganz im Gegenteil. Ich bin der Auffassung, dass wir zwei
Ebenen des Balancierens proben müssen und ausprobieren müssen, die personale und die soziale. Beide finde ich notwendig, um eine, sagen wir, gelingende Möglichkeit zur inneren Ruhe zu kommen, zu ermöglichen. Aber das Ziel ist richtig? Das Ziel der Balance? Der inneren Ruhe. Das Ziel der inneren Ruhe finde ich ausgesprochen erstrebenswert. Sie sprachen, meine ich, im ersten Teil des Abends von einer Tugend der Gelassenheit und von einer tugendhaften Weise, mit sich selbst umzugehen, wenn man auf sich selbst achtet und auf dem Weg ist, selbst Freund von sich selbst zu werden. In der Bibel gibt es ja dieses Wort von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich denke, dass wenn man eine Selbstliebe gut und recht verstanden nicht hinbekommt, hat man keine Chance, einen anderen zu lieben. Das ist jetzt biblisch-religiös ausgedrückt, teilt aber auch, denke ich, den Inhalt des zuvor Gesagten. Ja, wobei wir das, glaube ich, nochmal aufklären müssen, inwiefern die Gelassenheitsstrategien etwas damit zu tun haben, dass ich mich mit mir anfreunden kann. Wie ist das gedacht, diese Freundschaft mit sich selbst? Also für mich persönlich ist das der zentrale Punkt. Bei Seneca gibt es die Stelle, wo er schreibt, die Leute verlieren sich in Beschäftigungen, reisen um den ganzen Globus und so weiter und dabei fliehen sie immer vor sich selbst, vor ihren eigenen Sorgen. Man kann vor sich selbst halt nicht fliehen und gerade in Ruhemomenten, wo wir uns nicht zerstreuen und ablenken, sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Und mit dem, was wir da entdecken, müssen wir irgendwie lernen zu leben und auskommen. Und das heißt konkret, wir müssen zu uns ein Verhältnis entwickeln wie zu einem guten Freund oder einer Freundin. Das heißt, was macht man mit guten Freunden? Man spricht, man hat ehrliche Diskussionen, kritisch, aber auch wohlwollend. Man verbringt Zeit miteinander. Man vertraut. Man vertraut, ja. Zeit miteinander verbringen heißt jetzt mit sich selbst alleine sein. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man dieses Gefühl, bei sich zu sein und nicht alleine zu sein mit sich, das kann man irgendwie herstellen. Und also ich meine, viele Burnout-Patienten haben das Problem, dass sie eine enorme Kluft spüren zwischen dem realen Ich und dem idealen Ich. Zwischen dem, was sie glauben, dass sie sind und dem, was sie gerne wären. Und permanent streben sie diesem Ich-Ideal nach und sind die ganze Zeit enttäuscht. Also sie haben auch da wieder die falschen Erwartungen, nicht nur an die Welt, sondern jetzt eben an sich selbst. Und den Freund, den nehmen wir ja so, wie er ist. Den versuchen wir nicht zu bessern oder zurechtzurücken, sondern wir mögen ihn so, wie er ist. Und das, glaube ich, ist eine Kunst. Weil je nachdem, wenn man sich selbst beobachtet und sich selbst zu erkennen versucht, entdeckt man Seiten an sich, die man nicht mag und die man vielleicht auch nicht ändern kann. Charakterzüge. Und glaube ich, da ist es eine große Aufgabe, sich mit denen anzufreunden. Ach, ich glaube, in dem Sinne können wir auseinandergehen. Bin ich froh. Man kann all das, was wir besprochen haben, auf wdr5.de nochmal nachhören. Und für jetzt und für heute bedanke ich mich, dass wir hier zu Gast sein konnten im Haus Notbeck in Oelde. Bedanke mich bei Yves Bossart und sage zum guten Schluss, grübeln Sie nicht zu viel. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.